So, ich bin jetzt direkt vom Shooting gerade straight nochmal zum Tierarzt gefahren. Darum bin ich auch immer noch so aufgemotzt. Immer noch Fotoshooting-Look. Es ist gut gegangen, ich konnte mich super darauf konzentrieren. Du hast alles von einmal vergessen. Aber... Cool. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Aber jetzt bin ich wieder da. Und jetzt, ja, Queen das letzte Mal gesehen vor der OP, sie ist nämlich immer noch nicht angekommen. Es ist jetzt 16:30 und sie wartet immer noch auf ihren OP-Termin, der jetzt gerade ist. Ich gehe jetzt nicht. Ich gehe fest knuddeln und ja, hoffe dann, dass die OP gut verläuft. Aber ich muss sie noch einmal sehen, jetzt schnell. So, ich bin gerade heimgekommen, bin bis jetzt bei der Queen gewesen, jetzt über eine Stunde, so lange ich konnte bleiben, bis sie jetzt wirklich auch dran kommt für die OP. Jetzt in dem Moment wird sie operiert. Ich bin hier am Handy und warte, bis sie mir anruft und sagt, wie alles gelaufen ist. Man hat es vorher gesehen, sie ist halt recht auf Schmerzmedis, sie ist ein bisschen blemblem, sie ist auch so ein bisschen heim, sie hat ein bisschen Telleraugen gehabt, aber ich finde das gut, dann bekommt sie hoffentlich wenigstens die Schmerzen nicht mit über. Das Problem ist, dass sie halt wirklich eine grosse Gaumenspaltung hat, also wirklich bis hinten runter, also sehr lange. Und ich hoffe jetzt einfach, dass alles gut geht und ja, halte mich auf dem Laufenden. Okay. Okay. Ja. 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 Danke, wünsche ich Ihnen auch, Herr Kaiser. Danke. Wieder Ihre Versi. So. Die OP ist gut überstanden. Es war jetzt gerade der Tierarzt höchstpersönlich. Wo sie operiert hat. Ich bin froh, sie hat alles überstanden. Sie bleibt jetzt über Nacht hier zur Beobachtung und morgen kann ich dann anrufen und dann wird entschieden, ob sie schon heim darf, ob es Sinn macht oder ob sie noch ein bisschen bleiben muss. Ah Gott, ich bin gerade mega froh. Oh mein Gott. Jetzt muss dann nur noch die Heilung gut verlaufen. Sie wird sicher noch ein bisschen Mühe haben mit dem Fressen dann. Ja, aber sie wird das schaffen. Sie ist die Queen. Sie ist meine Katze. Sicher schafft sie das. Und abschließend noch einmal von ganzem Herzen danke, danke, danke für eure lieben Gedanken, für eure Nachrichten, für eure Mails, für euer Mitgefühl, für eure positive Energie. Es hat definitiv genützt. Ich hoffe, sie heilt dann schnell und kommt schnell wieder auf die Beine. Und ja, Nala und ich warten und freuen uns, wenn sie vielleicht schon morgen heimkommt und sonst übermorgen. Gell, Nala? Oh, baby.